Wer immer du bist und welche Wahrheiten du bisher als unverrückbar angenommen hast, vergiss sie. Sie sprechen Wahres, wenn sie uns predigen, die Mysterien der Welt seien von einer Tiefe, die Sterbliche kaum verstehen können. Doch sie tun dies nur aus einem Grund, wie auch die Kinder von Los und Sumu immer getan haben. Gleich dem ehernen Schwert, welches sie als gewaltige Mauer auftürmten, errichteten ihre Diener seit Äonen Mauern im Geist der Menschen. Kleingeistig wachen sie darüber, dass nichts der wirklichen Wahrheit durchdringt. So ist es seit den ersten Tagen. Noch immer entsenden sie ihre willfährigen Diener, seien es die vielen Völker der Menschen, Zwerge, Echsen und all diejenigen, die vor ihnen kamen. Und durchdringt noch einmal etwas ihr Bollwerk aus scheinbaren Wahrheiten, dann schlagen sie mit all ihrer Macht zu, um es mit Stumpf und Stiel auszurotten. Wir schreiben mittlerweile den 8. Zar, 2 Uhr morgens, und ihr erreicht euer Schiff. Rafim, geschwächt, blutleer und ziemlich bleich und zitternd, legt sich direkt in seine Koje. Du fällst auf die weichen Kissen und verschwindest in einem Delirium. Wirklichen Schlaf kann man das nicht nennen, auch wenn dich immer wieder Bilder jagen. Bilder von Diamantis, deinem ehemaligen Freund, deinem ehemaligen Vertrauten, den du in deiner Basaltfaustzeit auch schon an deiner Seite hattest. Jetzt wurdest du verraten von einem Freund und wiedererweckt von Menschen, denen du ebenso nicht vertrauen kannst. Nur Abelmir, mit dem du damals auf dem Berg in Alanfa standest und gegen die untoten Oger gekämpft hattest. Vielleicht nicht mal Abelmir kann man trauen. Aber ob du Zulamin oder dem merkwürdigen Dämonologen Serpentilio de Lazar trauen kannst, ist eine ganz andere Geschichte. Und während die anderen euch ziemlich entkräftet und stinkend ebenso niederlasst, da könnt ihr hören, wie die Tür von Zulamin einmal klappt und sie wohl ob des Knalls in der Stadt wach geworden ist. Ah, Capitania, ihr seid noch wach. Hervorragend. Serpentilio, nun ja, wach ist etwas zu viel gesagt. Aber bitte, bitte setzt euch. Habt ihr etwas herausgefunden, warum Marix wollte, dass wir uns dieser Sache mit dem Wasser annehmen? Nun, abgesehen davon, dass das Wasser verseucht ist und die Leute krank macht? Nun, wovon er recht gut profitiert hat, nicht wahr? Zweifelsohne. Nun, der Ventilo greift in die Innenseite seines Kaftans und holt eine kleine dunkelgrüne Rolle heraus und legt sie auf den Tisch. Bitte sehr. Zulamin besieht sich das. Sieht aus wie zusammengerollte Alge. Was ist das? Oh, das ist der Reingehörnte, der das Wasser verseucht hat. Sie hätte die Hand ausgestreckt und zieht sie wieder zurück. Also war es tatsächlich ein Dämon. Ja, und sehr stümperhaft aufgezogen, wie ich meinen möchte. Vermutlich muss er schon eine ganze Weile da unten gewesen sein, so tief er lag. Es war mir zum Gruß, auch zu dieser späten Stunde. Havulgard, ihr seid ja auch noch wach. Wenn die das streicht, wenn sie reinkommt, den Dämon wieder rein. Nicht, dass sie auch auf Ideen kommt, denn wir brauchen den noch. Das wohl. Heute war ja allerhand los, nicht wahr? Was denn noch? Der Knall. Die Leute draußen am Kai sagen, dass es wohl Diamantis war. Diamantes? Ja, wir haben Glück, dass er schon nachweislich nicht auf diesem Schiff ist. Aber ich will hoffen, dass er auch nicht wiederkommt. Oh ja, was das angeht, Kapitän, ja, es stellt sich heraus, dass unsere Besorgnisse gerechtfertigt waren. Wir sollten jede Verbindung, die wir zu ihm hatten, trennen. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist und warum er jetzt Amok läuft, aber nun ja, dass er erst die Villa umbringt und jetzt später auch noch auf ihren Vater schießt. Die Villa ist tot? Wir haben doch vor wenigen Stunden noch mit ihr gesprochen. Sie hat Diamantas beschuldigt, Ach so, da wart ihr schon in der Nebelklang. Kapelle. Ja, da wart ihr schon in der Kapelle. Ei. Das habt ihr nicht mitbekommen. Die Wachen haben gesagt, dass sie wohl tot aufgefunden wurde, nebst dem Abschiedsbrief,
Ich weiß nicht, ob es ein Abschiedsbrief war, aber irgendwelche belastenden Dokumente, die konnten wir natürlich auch selber noch nicht sehen. Sollten wir am besten morgen mal wieder, oder ihr am besten mal morgen beim Markgrafen vorbeisprechen. Aber nochmal, Diamantes wird gesucht und er feuert mitten in der Nacht mit einer Rotze von der Flottenakademie aus in Richtung eines der mächtigsten Menschen dieser Stadt. Meint ihr, er hat versucht, den Mord zu vertuschen, aber ist zu spät gekommen, als er die Villa erreicht hat? Ich weiß nicht, was er... Ich habe keine Ahnung, ihr solltet morgen mit Rondrigan Paligan sprechen. Bleib an Bord und kümmere mich darum, dass hier nichts eskaliert. Ja, das klingt allerdings so, als wäre das nötig. Naja. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt... Die Mannschaft ist soweit vollständig angetreten, Zählung hat begonnen, wir sind auch auslauffertig, falls ihr wollt, dass wir auslaufen. Was wohl? Es ist gut, haltet die Mannschaft bereit. Wir haben noch nicht alles hier erledigt, aber das sieht nach einer größeren Krise aus. Wenn ihr richtig verstanden habt, dann wolltet ihr eigentlich euch um die Admiralität kümmern. Diese drei Leute, ja? Da müssen wir uns jetzt für jemanden entscheiden, bevor wir aufbrechen. Nun, es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Wir können sicher ein wenig Einfluss nehmen, aber... Um ehrlich zu sein, Havulgard, von diesen drei Leuten erscheint mir keiner wie eine wirklich gute Wahl. Aber die Admiralin ist uns wenigstens bis zu einem gewissen Grad verpflichtet. Tja... Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr jetzt auch einen Brief an die Pelliope geschrieben, ne? Die von Ratmos aus Aranien. Ja, in der Hoffnung, dass sie sie zur Vernunft bringen kann. Ja, zumindest ist es ein kurzer Weg von Zorgern hierher. Wir werden sehen, wann sie kommt oder ob sie kommt oder ob irgendetwas anderes geschieht. Ich wollte nur sagen, wir sind auslaufbereit. Danke. Gut. Es ist... Zu spät, wenn ihr noch irgendwas wollt, Kapok hat oben Wache. Damit nickt. Ja, damit geht sie ohne weiteres Grußwort nach draußen und verschwindet in der Nacht in ihre Kabine. Also, Diamantis ist durchgedreht und hat erst Hyvilla umgebracht und dann mit einer Kanone auf das Anwesen der Marix geschossen? Nun, zum einen haben wir noch keine Beweise dafür, dass Hyvilla wirklich dort ist. Zum zweiten denke ich nicht, dass er sie umgebracht hat. Was sollte er davon haben? Zum zweiten hat er dazwischen noch Rafim umgebracht. Hat was? Keine Sorge, er ist wieder am Leben. Wieder? Nun, lustige Geschichte. Nicht wirklich. Was soll das heißen? Denk nicht so hart darüber nach. Ich denke aber darüber nach, also erklärt euch. Nun seht ihr, er hat den Mann erschossen und dann lag er am Boden. Und ihr wisst doch noch, wie ich euch mal erklärt habe, dass ich ein sehr mieser Heilmagier bin. Ja. Nun, ich war mir nicht ganz klar, wie ich alles Blut wieder in Rafim hineinbekommen soll. Also habe ich es nicht getan und ihn stattdessen wiedergeholt, nachdem er verstorben war. Wollt ihr mir sagen, dass Rafim jetzt untot ist, oder was? Nun, nein. Nun, seht ihr, untot ist ein schwammiger Begriff. Aber nein, er sollte sich keine Änderung in seinem Zustand einstellen. Was ist mit seiner Seele? Nun, die ist da, wo sie hingehört. Dann ist er nicht untot. Aber er war tot. Hat da andere Vorstellungen. Aber ja. Nun, dann muss ich euch wohl meinen Dank aussprechen, dass ihr ihn zurückgeholt habt. Ich bin mir rechtlich sicher, dass der Mann das nicht so sehen wird. Im Allgemeinen, nach allen Beobachtungen, die ich gemacht habe, reagieren Leute auf solcherlei Behandlungen sehr ungewogen.
Simon, er hätte Abel mir einmal fast umgebracht, weil er sich schon im Paradies wähnte und Abel mir ihn geheilt hat. Ja, dies könnte eine ähnliche Situation sein. Nun, in weiteren Verlusten haben wir leider wieder Ahnung, wo die Amantis ist und auch die Kontrolle über unsere Beobachtungsmöglichkeit verloren. Ihr hattet mir versprochen, dass ihr ihn im Auge behaltet. Und ich habe ihn im Auge behalten. Der Mann hat eine Schusswaffe aus blanker Luft materialisiert. Was hätte ich tun sollen? Aus blanker Luft materialisiert? Nun, so genau konnte ich es natürlich nicht beobachten. Nichtsdestotrotz hätte ich mich auf ihn werfen sollen. Vielleicht mit dem Stab voran und was? In die Besinnungslosigkeit würgen? Ich dachte, ihr hättet diesen Dämon unter Kontrolle. Nun, hatte ich. Bis dahin. Bis dahin. Es erscheint mir so, als hätte der Erzdämon höchstpersönlich eingegriffen. Zugunsten von Diamantes. In der Tat, wir können von Sicherheit davon ausgehen, dass der Mann einen Pakt abgeschlossen hat. Warum, ist mir nicht ganz klar. Aber das Warum ist geistig gesunden Leuten nie ganz klar. Und das habt ihr nicht bemerkt? Kapitän, ja, euch mag vielleicht aufgefallen sein, dass Paktierer im Mittel verschlagene Gesellen sind. Nun ja, sagen wir so, Diamantos war jetzt kein Kanizitianer. Wir konnten den entstandenen Schaden auf unserer Seite stark begrenzen und haben keine nennenswerte Verluste zu beklagen. Ich denke, dies lässt sich positiv bewerten. Nun, das werden wir morgen sehen. Ja, was das angeht, wir sollten dieser Marek-Sache möglichst schnell einen Deckel aufsetzen, bevor sie noch weitere Kreise zieht. Zu diesem Zwecke. Nun, wenn ihr keine handfesten Beweise auftreiben könnt, wir könnten einfach diesen Zeitgenossen hier, der tippt dann auf seine Innentasche, in seinem Brunnen deponieren und die Palingan darauf anstoßen und nun, dann haben wir unsere Beweise. Es sollte einige Tage dauern, ich weiß nicht wie lange genau, bis sich der verseuchende Einfluss im Grundwasser verzogen hat. Es würde eine Kapitulation gleichkommen. Es würde heißen, wir sind nicht in der Lage, ihm seine üblen Umtriebe tatsächlich nachzuweisen. Deswegen müssen wir Beweise schaffen. Nun, glücklicherweise, Kapitania, verurteilt euch niemand dafür, wenn es niemand mitbekommt. Ich erinnere mich nicht daran, dass ihr in letzter Zeit zum Paios gefunden hättet. Nun, wie dem auch sei, seid euch nur im Gewahren, dass die Möglichkeit besteht. Wir können ausführen, sobald ihr entsprechend geneigt seid. Ich hatte mir wirklich irgendwelche Erkenntnisse erhofft. Aber das war's. Ihr habt die Ursache der Verseuchung gefunden, aber nicht den Grund, warum Ola Marix uns dorthin geschickt hat. Spekulieren können wir darüber viel. Ich kann euch allerdings sagen, dass wir keinen Zusammenhang auftreiben konnten. Und wir haben sehr gründlich nachgefragt. Nun, vermutlich wird er dann morgen zornschnaubend hier auftauchen, denn, nun ja, was Diamantes tut, fällt auf uns zurück. Möglich. Gut möglich. Entsprechend solltet ihr entschiedene Maßnahmen treffen, Kapitania. Sie sieht nicht gerade so aus, als wäre sie jetzt so super in der Lage, jetzt gerade gute Entscheidungen zu treffen. Sie schüttelt müde den Kopf. War das alles? Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Für den Moment nicht, denke ich. Gut, dann mögt ihr euch auch zur Ruhe begeben. Sicher doch, Kapitania, sicher doch. Oh, eine winzig kleine Sache noch. Es stellt sich wohl heraus, dass die
Wunden, die Diamantes bei einem gescheiterten Einbruch in der Villa Marix hinnehmen musste, magisch versiegelt waren. Wir können auf ähnliche Tricks auch in Zukunft warten und sollten vorbereitet sein. Macht aus dieser Information, was ihr sollt. Was meint ihr mit magisch versiegelt? Eine Äußerung seines Paktes, oder? Ihr müsstet die anderen beiden Magier an Bord befragen, aber so wie ich es verstehe, wurde wohl mittels einer, wie würde ich das nennen? Jedenfalls waren die Wunden vor magischer Heilung geschützt. Wenn ihr so wollt. Eine Art Antimagie. Das ist übel. In der Tat. Es ist vermutlich nur ein weiteres Zeugnis seines Paktes, dass der Mann überhaupt auf den Beinen geblieben ist. Nun, dann wissen wir, dass die Familie Marex über diese Art Waffen verfügt. Ich nehme an, dass der Zauber war auf den Geschossen? Höchstwahrscheinlich. Gut. Nicht, dass wir uns viel gut dagegen schützen könnten, aber Wissen ist besser als nicht wissen. Capitania? Serpentilio. Nachdem Serpentilio gegangen ist, steht Sulamin eine Weile reglos mitten in dem Raum. Ihre Hände zittern leicht und sie starrt hinaus in die Dunkelheit. Und als sie sich ein klein wenig gefasst hat, geht sie hinüber zu Rafims Kajüte und öffnet leise die Tür. Und steht dann da und lauscht, ob sie seinen Atem hören kann. Er atmet sehr schwach und sehr flach. Du kannst aber auch sehen, dass Mira dich ein bisschen anknurrt. Macht sie normalerweise nicht. Sulamin versucht, sie zu beruhigen. Ich bin das Mädchen. Ich will ihm nichts Böses. Aber es ist gut, dass du ihn beschützt. Hört sie auf zu knurren? Also du merkst mit deiner Tierkenntnis, dass sie dich jetzt wohl nicht in die Nähe von einem verwundeten Rafim lassen möchte. Dann würde Sulamin an der Tür bleiben und sich da in Abstand zu Rafim mit dem Rücken an die Wand lehnen. Ja, der Kopf von Mira sinkt wieder zurück auf ihre Schlafunterkunft und ein Auge macht sie wieder zu. Du merkst wohl aber auch, wie das andere so ein bisschen nach oben dreht und nicht geschlossen wird. Tja, dann wachen wir gemeinsam. Dann wacht ihr gemeinsam. 4 Stunden später, 6 Uhr morgens. Erholen konntet ihr euch nicht wirklich. Rafim darf regenerieren mit einem 1W6-2. Allerdings durch die gute Qualität des Bettes ist es dann noch eine plus 1. Also 1W6+1. Ich habe ja gute Regeneration 3. Das bekommst du auch rein, klar. Einfach nur, wenn dir eine Stunde Schlaf fehlt, ist es minus 1 auf dem W6. Und das kumuliert natürlich dann auch mit all deinen anderen Modifikatoren. Von mir bekommst du durch die Betten eine plus 3 und eine minus 2 durch die fehlenden Stunden. Und deinen ganz normalen Regenerationsbonus darfst du selbstverständlich auch benutzen. Wie alle anderen auch, falls ihr etwas bräuchtet. Denn, ja, wie gesagt, 4 Stunden sind nicht 6 Stunden. Minus 2, ja? Minus 2 durch die fehlenden Stunden. Dann aber sicher doch. Eure Wachen wieder auf dem Schiff hören und ihr erschreckt aus eurem Schlaf hoch. Antreten zur Zählung! Ja. Die Tür von dir, Rafim, ist immer noch halb geöffnet. Du kannst sehen, wie Sulamin im Türrahmen zusammengesunken ist. Und jetzt hörst du wohl auch, dass es etwas kalt durchzieht, als sich die Tür einmal öffnet und ein Wachmann vor Sulamin steht.
Verzeiht, Kapitana, ich möchte euch nicht stören, aber draußen stehen Wachen. Markgräfliche Waffen. Wachen. Sulamin schaut einmal hin und her. Er reicht ihm die Hand zum Aufstehen. Ich muss mich darum kümmern. Ist vermutlich besser. Sie wollen auf das Schiff. Ich habe das erstmal abgelehnt, aber naja. Man sollte dem Markgrafen schon Respekt zollen. Auch zu solch früher Stunde. Ich würde versuchen, mich zu erheben. Ich habe aber immer noch 3 Brustfohlen. Krieg ich das hin? Hast du den nicht geheilt über Nacht? Nö, ich habe eine 19 gewürfelt. Uff. Ja, du kannst halt nicht kämpfen, ne? Oder so kampffähig bist du mit. Wie viel? 3 Wunden? Ich habe immer noch 3 Brustfohlen. Kampfunfähig. Dann bist du kampfunfähig. Du kannst keine Proben würfeln. Du versagst bei jeder Probe, aber du kannst im Prinzip gehen, ja. Mit GS1. Mit GS1. Dann möchte ich mich langsam erheben, über meinen Bären werfen. Reiten wird man es vermutlich nicht nennen können, sondern eher halb tot auf diesem Bären liegen. Oh nein, 3. Brustwunde ist tatsächlich Bewusstlosigkeit. Dann bin ich bewusstlos. Ja, okay. Dann danke, dass du es nochmal nachgeguckt hast. Dann bist du weiter. Ja, okay, Sulamin wollte gerade gehen, aber dann sieht sie, wie Rafim versucht aufzustehen und wieder zusammenklappt. Und sie sagt zu dem Wachmann, tut mir leid, lasst sie in die Kapitänskajüte führen und serviert ihnen den Tee, lasst sie warten. Und geht dann in die Kabine und schließt die Tür erstmal, weil das müsste jetzt sie nicht mitkriegen. Ja, Mira knurrt dich weiter an und stellt sich jetzt auch davor. Mira, er braucht Hilfe. Ich kann ihm helfen. Oder vielmehr die Götter können ihm helfen. Lass mich ihm helfen. Würfel mal eine Überredprobe. 19. Ne, da musst du einen Schicksalspunkt benutzen. Mike. Mit 2 19ern wohl den ganzen Wurf. Ja, vermutlich. Das ist die 20. Aber also gegen die Loyalität kommst du knapp an, sodass sie... Also du kannst dich an ihr vorbeischieben, sie wird dir aber auch nicht wirklich viel Platz machen. Sie greift dich jetzt halt nicht an. Aber es ist halt schon so ein... Sie macht dir schon klar und deutlich, dass sie hier im Raum die Chefin ist und nicht du. Und dass sie dich genau beobachtet. Und während du dann deine Hände auf die Wunde anlegst an der Brust, die da irgendwie noch immer auch klafft und irgendwie goldene, schwarze Risse, die sich da durch die Brust ziehen, als wäre da so ein bisschen Glas gesplittert oder so, auch das ist nicht zugewachsen, erlebt halt, wie auch immer dieser Mann mit dieser Wunde noch leben kann. Aber während du dann die Hände auf seine Brust legst, knurrt dich Mira weiter an. Und wartet quasi nur auf eine falsche Bewegung von dir. Ja, Sulamin kniet da, ignoriert den Bären, aber naja, allein dadurch, dass sie sich klein macht, wirkt sie wahrscheinlich weniger bedrohlich. Und spricht einen Heilsegen. Erst würfeln oder erst ausspielen? Du kannst mal würfeln, dann schauen wir mal, was passiert. Du musst 7 LEP heilen, damit eine Wunde sich schließt. Warte, lass mich sehen. Nee, Heilungssegen heilt keine Wunden. Genau. Du brauchst einen Wundsegen. Okay. Und Wundsegen hat nur Piranha. Dann ist es egal. Sulamin tut einfach, was sie kann und das ist halt der Heilsegen. Ich kann ihn aufstufen, aber davon schließt er auch keine Wunden. Nope. Stuf ihn auf und dann würde ich dir eine Wunde nehmen. Du kannst dem Mann einfach einen Heiltrank geben, das weißt du. Ja, das ist aber auch nicht gewollt. Das ist nicht so cool. Das ist nicht das, was Kor will. Nee, dann stuf ihn auf, gib mehr Kor Karma. Kor will auch aus, nicht, dass du Karma geheilt wirst. Gib mehr Karma aus und dann erlaube ich es, dass Rafim nicht mehr bewusstlos ist, sondern auf einer Trage mitkommt oder so. Du versuchst jetzt echt, dich da rauszuwinden. Schande auf dich. Schande auf dein ganzes Haus. Kor zürnt.
Ja, Zulamin kniet da und berührt Rafims Brust. Mutter Paranja, bitte, hilf ihm. Er darf nicht sterben. Lass ihn die Augen wieder aufschlagen. Und eine Träne rinnt ihr über die Wange.